Noch seht ihr nichts. Aber müsste gleich hier Streamlabs sagen, oh, da ist Skyrim. Entschuldigung, dieses Fenster wollte ich. Hier, bitteschön. Na, dementsprechend Skyrim. Ist wahrscheinlich, weil es gerade noch lädt. Na, der Klassiker. Spiel lädt, dementsprechend funktioniert einem mal gar nichts. Oh, erinnert ihr euch an die Zeiten, als das so war? Na, man hat ein Videospiel gespielt und bam. Dank Ladezeiten war das immer schön. Ja. Doll. War doll. Als die Ladezeiten noch 5 Minuten waren, man sich gedacht hat, okay, ich wechsle jetzt gerade das Gebiet. Dann gehe ich jetzt kurz auf Toilette, hole mir vielleicht noch eine neue Milch oder sowas. Gut. Ich bin nicht ins. Jetzt bin ich ins Screen. On Screen. In die Screen. Ich würde einfach mal sagen wollen, ich drücke auf Fortfahren. Na, das würde Sinn ergeben. Ja. Bevor die Musik jetzt hier anschwillt und sagt so, oh, ich bin Skyrim, notice me, Senpai. Oh mein Gott, da ist Caillou. Vermutlich stürzt mir jetzt Skyrim noch einmal. Nee, doch nicht. Du kannst bis zu 2 Kinder adoptieren, wenn du ein Haus mit genügend Wohnraum für sie besitzt. Das möchte ich nicht, aber danke. Ich wusste gar nicht, dass sie Caillou ins Spiel gebracht haben. Die Fertigkeit, 2 Handwaffen bestimmt dein Können im Umgang mit 2 Händern, Streitäxten und Kriegshämmern. Also ich bin 2 Handwaffen natürlich. Ne? Einhändig gebührt bei mir nicht. Weil meine Hände so klein sind. Je größer die Verzauberungsfertigkeit, desto stärker ist die Magie, die an Waffen und Rüstung gebunden werden kann. Ergibt Sinn, ja. Nehme ich hin. Verzauberung müssen wir auch noch irgendwie ein bisschen weiter leveln. Wenn du zu viele Quests hier hast, sieh in deinem Tagebuch nach, ob mehr als ein Quest aktiv ist. Unter der Rubrik Verschiedenes kannst du jedes Tier aktivieren und deaktivieren. Das ist halt sogar echt cool mit den Questmarkern. Ich hätte jetzt gerne noch eine Möglichkeit, dass mir gesagt wird, wo ich noch Quests annehmen könnte. Weil es gut jetzt so ein bisschen immersiv oder immersionsbrechend ist, das verstehe ich. Ja, du, es ist ja nicht wie bei einem MMO. Aber gut, wenn du schon Zielmarker, ich glaube ohne Zielmarker in allgemein würdest du auch einfach nur verrückt werden. Ein Spiel so groß wie Skyrim und dann mit den Questbeschreibungen, die man hat, die ja quasi nichtssagend sind, plus keine Pfeile auf der Map, ne, dass du nicht weißt, wo du hin musst. Zum Großteil, zu 90%. Das wäre so ein Spiel, das würde im 2. Zirkel der Hölle gespielt werden. So, was mache ich hier in Einsamkeit oder vor Einsamkeit? Gute Frage. Wir gehen mal gleich rein. Irgendjemand summt neben uns. Ach, wir wollen raus aus Einsamkeit. Okay. Was ist meine momentane Aufgabe, die ich anhab? Ach genau, das war mit dem Timer. Stimmt. Da haben wir noch beim letzten Mal den Typen gerettet. Der hat sich sogar mal nicht bedankt. Ich meine, obwohl ganz viele Menschen hier in Skyrim einfach immer gemein sind, haben sich ja doch einige bedankt und waren lieb. Bis auf die, die mich immer angreifen wollen. Hört auf, mich immer angreifen zu wollen. Ich hab euch doch gar nichts getan. Noch nicht. Also ich muss euch halt was tun, sobald ihr mich angreift. Mich verlasse der dietrische Prinz der Lügengeheimnisse und Intrigen und genieße sich in Angelegenheiten der Sterblichen einzumischen. Daedra können ja getötet werden, ne? Es gibt ja das Daedra-Herz, was man haben kann. Ah. Was man ja auch für die daedrische Rüstung braucht. Ne? Wer hätte es gedacht, man braucht Daedra-Material für die daedrische Rüstung. Aber direkt ein Herz zu verschmieden? Ich meine, wie verschmiedet man ein Herz? Ja, ich habe hier meine schöne Eisenrüstung, ne? Packe ich ein Herz drauf. Schön drin verschmiedet. Ne, zweimal mit dem Hammer draufgehauen, schon ist drin. Oder tut man das dann einfach mit ins Metall quasi? So, ja, ich habe jetzt Eisen. Ich meine, man kann andere Materialien hinzufügen, damit man da irgendwie Neues rausbekommt. Warum nicht einfach ein Herz probieren? Guten Abend, ich hoffe, es geht allen gut. Moin Alex, was geht ab? Und schönen Abend Kai, was geht bei dir ab? Das muss man sich mal vorstellen.
eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Verdammte Akademie. Winterfeste wird nie mehr. Das war nicht die Akademie. Vielen lieben Dank für deine 50 Bits. Vielen lieben Dank. Na, ich habe gehört, du warst bei deiner Freundin das Wochenende. Wie geht's der guten Dame? Plus, ich habe von Kai was... ich habe von dir was Interessantes gehört, du. Ich habe von Kev was Interessantes gehört. Und ich bin mir unsicher, ob ich das erfragen darf. Oh, wo ist mein Pferd? Und wenn ich das erfragen darf, ob du damit Probleme hättest oder sowas? Ich bin mir unsicher. Immer noch krank, aber wenigstens gehe ich da nicht in die Schule morgen. Nice. Das klingt doch noch Spaß. Da ist mein Pferd. Okay, das nehmen wir mal so hin. Einmal den Rückwärtsgang einlegen. Lydia rennt uns hinterher. Gern, weißt du doch, uns geht es soweit gut. Schieß los, wenn du etwas wissen möchtest. So. Ich glaube, das ist ein bisschen peinlich, wenn ich das so frage. Dementsprechend, verzeih mir. Wollen wir runterreiten? Komm, wir reiten heute mal runter, einfach weil ich Lust habe, ein bisschen die Welt zu genießen hier wieder. Weil es ist gerade Nacht höchstwahrscheinlich. Ja, wir haben gerade Nacht, das heißt, ich warte mal 7 Stunden. Kev hat gemeint, dir sei es verboten, schwarze Shirts zu tragen oder gewisse Videospiele zu spielen. Ist das wahr? Weil irgendwie glaube ich das nicht. Habt ihr da einfach Kev nur so ein bisschen auf den Arm genommen? Ne, ihr wart ja bei ihm letztens, habe ich gehört. Und habt ihr euch von ihm bekochen lassen. Und dann noch die nachfolgende Frage, die für mich sogar noch viel wichtiger ist. Wie schmeckt Kevs gekochtes? Ist das essbar oder ist es ähnlich essbar wie Plutonium 94b? Einmal und dann nie wieder? So, was war das nochmal? Ach, das war irgendwie ein Grab, ne? Wenn ich diese komischen Bäume hab. Hopp, da ruckelt's gerade ein bisschen. Das ist aber bei mir, das Ruckeln sogar. Vielleicht gerade Platte laden und sowas, ne? Was weiß ich. So, ich gehe einfach mal da hoch zu dem Kraut, was mir da auf der Map angezeigt wird. Das wäre ja auch in der Nähe von Meridias Statue, genau. Aber da gehen wir noch nicht hin, das machen wir irgendwann später. Ich muss mir mal eine neue CPU kaufen, aber die kosten so viel. Es geht. Also ich würde behaupten wollen, eine neue CPU kaufen ist auf jeden Fall günstiger als eine neue Grafikkarte. Ich habe für meine, ich glaube, 500 gezahlt. Weniger, glaube ich, sogar 400. Ryzen 7 oder so meine ich, ist das. Ich bin mir unsicher, wie es genau heißt. Aber irgendwie sowas. Das größere Problem ist, dass wenn du dir eine neue CPU kaufst, insbesondere wenn du von einem relativ alten Modell auf ein neues wechselst, dann ist die Chance relativ hoch, dass du dir auch ein neues Motherboard kaufen musst. Wobei die auch nur zwischen 100 und 200 kosten. Hast du meine Frage ignoriert, Kai? Ich habe das Gefühl, dass meine Frage ignoriert. Was ist denn das hier für ein komisches Ding? Hallo. Ich bin der Schatten. Was ist das für ein komisches Ding hier? Clark-Kiefer-Teich entdeckt. Okay. Oh, da ist jemand tot. Ja, deshalb und noch einen gescheiten Kühler zumindest mal 400 bis 500. Eisendurch. Ein Detra-Herz. Ich habe gerade geantwortet, nur das mit dem Essen. Achso, Entschuldigung, ich bin doof. Sie meinte, ich soll nicht nur schwarz tragen und Bandshirts mag sie nicht. Sie mag keine PC-Spiele, was spielen, hat sie nicht großartig kommentiert. Ich, was zum... Ende, Bäume! Zweiglinge, was sind Zweiglinge? Ich so, oh, ich schau mal ganz kurz in den Chat. Aber schwarz tragen ist toll. Also hat Kev eigentlich nur so ziemlich übertrieben. So, klassischer Kev.
Nutzen wir mal einige unserer kleinen Heilungstränke. Ich will so einen Zweigling beschwören können. Das wäre voll cool. Fallwurzel. Jetzt weiß ich, warum die Alchemistin tot ist. Kurz AFK. Jo. Bis gleich. Der fährt es einfach so klingen lassen, als wärst du hier irgendwo eingesperrt. So gegen den Willen. So. So war ich, Schneebären. Blinzel zweimal. Falls du Gefangener bist oder sowas. Ich will jetzt so einen dummen Waldgeist, Zweigling haben als Pet. Schaut ihr euch an, die sind voll cool, auch vom Design her. Mann, oh. Okay, aber jetzt weiß ich, an diesen Orten existieren Ents, die mir aufs Gesicht geben wollen. In Herrn der Ringe waren die Ents freundlicher. Wobei, gegenüber Hobbits. Ach, hier ist noch eine Truhe. Die hätte ich fast voll übersehen. Okay, ein bisschen weiter hier runter. Nochmal mit 50 Gold. Cool. Aber komisch, dass sie da so ganz friedlich nebendran liegt. Ich glaube, ich arme meine Xbox an, meinen Main-Monitor und zeige dann auch ein bisschen Skyrim. Mach das. Ist Skyrim auf der Xbox genauso buggy wie auf dem PC? Also ich erwarte jetzt nicht irgendwie, dass sie großartig gepatcht haben. Also auch auf Konsolen gepatcht haben, was sie nicht auf dem PC patchen können. Aber dann ist natürlich die Frage, ob das vielleicht anders gemacht wird, aus anderen Gründen. Also wieder da konntest du meine erste Antwort noch lesen. Ja. Ich bin heute wieder einfach mal super zu 110% fokussiert auf alles um mich herum. Dementsprechend kriege ich alles immer mit. ja, ich habe gemeint, dass Kevin dann ja so ein bisschen übertrieben hat. So mit dem, was er gesagt hat. Also ich kann nachvollziehen, dass sie möchte, dass du eher so ein bisschen mehr Farbvariation trägst an Shirts. Wobei schwarze Shirts sind voll toll. Und das mit den Videospielen. Hast du sie schon mal versucht, näher an Videospiele zu bringen? Also ich gehe mal davon aus, dass du quasi schon dran gedacht hast, ne? Ja, hab zwar nur ein paar Stunden, keine Ahnung von Skyrim, aber hat sich recht buggy angefühlt. Nice. So, komm, ich habe hier noch ein komplettes Gebiet zum Erkunden, theoretisch. Aber komm, wir laufen jetzt erstmal wieder an den Straßen entlang. Nachdem wir jetzt gerade von den Zweiglingen getötet wurden, fast. Von den Ents. Kev hat es halt so klingen lassen, als wärst du einfach mal, 1984 gefangen. Moin, Kev. Guck mal, direkt, von dir geredet, direkt ist er da. Du hast voll übertrieben, Kev. Vielleicht ist es ja auch eine zu starke Darstellung gewesen, Interpretation, und ich bin ja froh, dass sie zu Brettspiel motiviert ist. Für PC-Games ist der Zug abgefahren. Oh. Also, PC-Spiele ist für sie quasi komplett fremde Welt. Ist quasi wie für mich Elbisch oder Latein. Oder Spanisch. Kann ich alles nicht. Wobei, fragt er da noch. Hat er noch die, hat er noch die Willenskraft zu fragen? Ja, wobei habe ich den übertrieben? Komm, ich gehe mal hier zu Meridia hoch, damit ich mich da hoch quicktraveln kann, wenn ich mal Bock drauf habe. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Tausche den Stern aus. Weißt du was, Meridia? Ich gehe erstmal. War schön, hier zu sein, aber direkt angebrüllt zu werden, fand ich nicht so toll.
Und was man nicht kann, was? Nicht kann, kann man ja noch lernen. Jo. Also ich habe auch einige Menschen kennengelernt, die mit Computer oder Videospielen quasi gar nichts anfangen konnten. Ähnlich wie einige Menschen nichts mit Lesen anfangen können, ne? Dass sie das total uninteressant finden. Dementsprechend ist es ja auch nicht so fernab, dass man sagt, so, ich habe kein Interesse am Videospielen, wie andere kein Interesse am Leben. Leben. Das auch. Das ist aber eine ganz andere Schiene, am Lesen haben. Und die kann man nicht zwingen. Man kann, wenn sie jetzt extrem Anti-Videospiele sind, kann man ihnen zeigen, wo dein Interesse drin besteht, ne? Warum du passioniert deswegen bist. Oder deswegen Passion hast. Aber du kannst halt nicht die dazu zwingen, Spiele selber zu spielen. Vielleicht wird es ihnen noch interessant, ne? Vielleicht gibst du ihnen ein Spiel, woran sie Interesse haben, aber ist auch immer so eine andere Sache. Es kommt immer darauf an, was man liest und was man spielt. Ja, aber ne, manche sind gewillter, mehr auszuprobieren und andere haben zum Beispiel schon 50 Bücher gelesen, 50 Spiele gespielt und gesagt, nee, kein Interesse, danke. So. Wie gesagt, und solange halt nicht irgendwie gesagt wird, ey yo, du darfst keine Videospiele mehr spielen, ist ja auch noch alles halbwegs okay, würde ich behaupten wollen. Schleicht sich rein und tut so, als wäre er schon die ganze Zeit da. Moin, Cup, was geht bei dir ab? Genau, das Pferd war ja tot. Habe ich das schon gelootet gehabt? Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht hier noch mehr looten kann. Ich habe nur erzählt, dass sie keine Computerspiele mag und alle Spiele mit Kämpfen generell ablehnt, da du kein Schwarz mehr trägst. Na, so hast du das nicht gesagt. Du hast gesagt, sie verbietet Kai WoW zu spielen. Ach, guck mal, die Fallen haben sich hier rumgetrieben. Bei dir geht Diablo ab. Ja, nice. Ist alles eben noch Patchwork. Das pendelt sich ein, denke ich, wenn wir zusammenziehen. Ich bin die Mitte schwarz, wenn ich bei ihr bin und gut ist. Kai hat jetzt 4 unterschiedlich farbige T-Shirts. Einmal grün, rot, blau und lila. Und die 4 T-Shirts wechselt er einfach immer durch, wenn... Erstmal kurz auf Xbox anschließen und dann nochmal kurz unter die Dusche. Jo, bis nachher, Alex. Jawohl, ich habe jetzt 25 Paragon Level. Grinden! So möge er grinden. Ich habe hier doch gerade einen Händler, Dingsens. Warte, es ist alphabetisch sortiert. D, E, F, da, Händler-Tagebuch. Ich habe meinen Mann angefleht, nicht zu gehen, aber er wollte einfach nicht hören. Er sagte, wenn er die Lieferung nur noch eine Woche länger verzögern würde, würde die Armee jemand anderen finden, der sie nach Süden bringt. Sollen sie ihr verfluchtes Geld doch behalten? Die Straße nach Weißlauf ist in diesen Tagen gefährlich, das weiß doch jeder. So viele Karawanen sind schon angegriffen worden, so viele Reisende spurlos verschwunden. Manche sagen, das seien bloß Banditen, aber ich habe Gerüchte von Schlimmeren gehört. Kobolde, Gespenster, Hexen. Goblins. Seit 20 Jahren sind wir jetzt verheiratet und ich kann die Vorstellung nicht ertragen, ihn zu verlieren. Ich lasse ihn nicht alleine fort. Nicht dieses Mal. Wir leben oder sterben zusammen. Möge Mara uns schützen. Erib! Ich würde ganz gerne deinen Mann finden, ne, und ihm sagen, du bist tot. Aber es kann sein, dass wenn er für die Kaiserlichen arbeitet, er bereits tot ist. Wurde er von mir getötet. Also dann seid ihr zum Tode vereint. Yay, Romeo und Julia in Superarm. Habe ich nicht hier eine Höhle irgendwie schon gemacht, die ich jetzt quasi verloren habe, dadurch, dass ich den kompletten Kram nochmal nachmachen musste? Ich glaube, kann sehr gut sein, dass ich die Höhle, die quasi dazu gehört, die Fallmeerhöhle, jetzt nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, das war die... Ich habe die Folge dazu genannt, die Höhle des AIA. Irgendwie ein Spinnen, die da von der Decke gefallen sind. Das fand ich nicht toll. Hallo. Alles okay bei euch? Kann man euch helfen? Wächter von Stender. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen.
Seid ihr ein Wächter von Stender? Wir sind Wächter von Stender. Seid ihr ein Wächter von... Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dätrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Also wenn ihr Cassette habt, ne? Habt ihr auch dann irgendwie Wächterin Vinyl und Wächterin VHS und DVD und CD und so weiter und so fort. Wer ist Stender denn eigentlich, bis auf einen für mich total flachen Witz? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Stender und seine Kinder, jetzt habt ihr's gehört. Ihr jagt Daedra? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay. Niemand entkommt den Wächtern. Alle kommen ins Licht. Was ist mit dir? Okay, du hast auch nichts Interessantes zu sagen. So, dann reite ich mal an euch vorbei. Tschüss. Schon ein bisschen creepy, wenn sie gleichzeitig anfangen zu reden. Was ist denn das hier für ein... Achso, ich glaube, das habe ich sogar schon auch schon mal gemacht. Die Räuberschlucht. Ja, der Chef von Stender ist Trommelwirbel, eine Frau. Ja, irgendwie... Weiß nicht. Da hat das englische Bethesda-Team nicht ein deutsches Lokalisationsteam gefragt, ob das so okay ist. Habe ich gerade ein Pro gehört, wie von einem Drachen? Nee. Apropos Drache, was habe ich momentan für einen Schrei aktiv? Das ist Wiederherstellung. Künis Frieden. Achso, das müsste ich quasi noch machen. Habe ich hier nicht Zeit verlangsamen? Genau. Auf 2. Ich habe unerbittliche Macht auf 3. Sollte ich mal die Eisform mitnehmen? Wobei, mein Feuertum ist ein bisschen besser. Na, jetzt wird ja immer gesagt, Money, money, money. Und dann sag ich so, bitch, bitch, bitch. Er ist schon aggro auf mich geworden. Es ist nicht so, dass... Au. So. Warum lebst du noch? Ach so, weil du ein Plünderer bist. Warum habe ich dich verfehlt? Ja, du brennst. Du brennst auch schon ein bisschen länger. Hallo, Ülfe. So, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ach genau, hier waren ja Fallen, ne? Die ich aktivieren konnte. Lydia, jetzt lass dich bitte nicht von der Falle treffen. Vielen Dank. Das ist ein... Oh, Himmel! Okay. War das ein Feuer... Ich habe das Gefühl, da hat jemand ein Meteor auf mich gecastet. Fühl mich da jetzt gerade weniger toll. Das tat weh. Bitte nicht noch einmal. So, ich kümmere mich gerne nochmal um euch. So, haha, ich habe den Hebel gedrückt. Was möchtest du jetzt... Oh, Rip. ...tun? Genau, und du Plünderer... Der hält halt ewig viel aus. Au, au, au. Ich nicht, leider. Ich habe kein Mana mehr. Nice, danke. Bitte. Zickzack laufen. So, leichte Rüstung verbessert auf 36. AKA, du hast so viel aufs Gesicht bekommen, dass du Bonuspunkte bekommst. GZ. So, jetzt einmal ganz kurz hier auf... Wo habe ich's? Feuerblitz. Heilende Hände. Nein, heilende Hände war jemand anderen heilen. Heilung war mich heilen. Das einmal ganz kurz nutzen. Versucht der da gerade Lydia zu töten? Wo ist eigentlich Igor?
Igor? Ich will nochmal schnell speichern, weil hier war irgendein Typ, der mich auch mal one-shottet hatte. Oh, sorry, Lydia. Au. Der Mann, die im Plünderer, tut da nämlich sehr weh. Habe ich noch eine Waffe dabei? Ich hätte ein Eisendolch. Ich hätte Kavuzains Zahn. Und ein Stahldolch. Der Stahldolch macht 6, der Eisendolch macht 5. Ich muss auch treffen. Ich mag den nicht. Der hat mich auch beim letzten Mal schon ordentlich getötet. Der macht halt... Der tut halt voll weh, bitte nicht. So. Einmal mich um die Plünderer kümmern und dann hoffen, dass Lydia den anderen tötet.